Servus Monster Hunter Freunde, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr in 5 Minuten 45.000 Senni machen könnt. Ist auf jeden Fall ein ordentlicher Batzen Geld. So viel schafft ihr auch mit dem Angeln nicht. Wie funktioniert das Ganze? Wir nehmen hier eine Untersuchung an, die relativ einfach ist, schnell abgeschlossen und können halt so sehr viel Geld in wenigen Minuten bekommen. Zudem müssen wir hier den Banditenmantel freigeschalten haben, den bekommt man aber relativ früh im Spiel und dann kann das Ganze schon losgehen. Wichtig ist, dass ihr eben eine Untersuchung nehmt, die relativ easy ist, wo ihr es schnell abschließen könnt. Und da kann ich euch empfehlen, der Barot Stufe 6 Untersuchung oder auch der Kulu. Die sind einfach relativ einfach, ihr könnt da aber variieren. Wichtig ist halt, ihr müsst ihn relativ schnell töten. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit einer optionalen Quest. Nur eine Untersuchung ist besser, weil es da eben nochmal mehr Loot gibt und eventuell mehr Geld. Und so kann man dann nochmal ein bisschen mehr Senni rausholen. Was man unbedingt noch wissen sollte, wenn man den Banditenmantel benutzt, sucht euch eine Waffe, die relativ viele und kleine Schläge austeilt. Beste Option sind hier die Doppelklingen. Desto mehr Schläge ihr auf den Gegner mit dem Banditenmantel macht, umso mehr droppt einfach aus dem Gegner raus an Material. Ich würde euch hier nicht empfehlen, spielt mit einem Großschwert oder anderweitigen langsamen Waffen, wo halt pro Hit mehr Schaden machen. Wenn wir dann das Monster gefunden haben, zieht direkt den Banditenmantel an, stunt das Monster oder blendet es und legt direkt los mit den Doppelklingen auf das Monster einzuschlagen. Ihr werdet dann immer wieder sehen, dass das Monster Sachen fallen lässt, die glänzen so gold, das seht ihr gleich und zwar auch nicht wenig. Ich spiele das Ganze sogar noch mit einem Kollegen, das funktioniert auch ganz gut, wenn der nämlich auch einen Banditenmantel anhat, bekommt ihr anteilig von ihm ebenfalls Loot. So häufig ist das Ganze, es gibt zwar dann in der Endquest am Schluss ein bisschen weniger Geld, aber dadurch, dass ihr vom Kollegen noch mit looten könnt, gleicht sich das Ganze ungefähr aus. Man kann diese Quests aber auch alleine machen. Natürlich funktioniert das Ganze auch in der Arena, da machen es auch sehr viele Leute. Nur muss ich hier sagen, in der Untersuchung ist es ein bisschen besser, man bekommt hier nochmal mehr Geld oder auch ein bisschen mehr Loot wie in der Arena. Aber hier ist halt die Chance bei der Untersuchung, dass das Monster wegläuft. Wenn man aber das richtig anstellt, wie hier zum Beispiel, das seht ihr jetzt auch, und man es immer richtig im richtigen Moment stunt, dann kann es nichts sehen und bleibt normalerweise immer an der gleichen Stelle stehen und könnt es auch so ausschalten, so bekommt ihr halt nochmal ein bisschen mehr Geld raus. Als kleiner Tipp noch von mir, ihr könnt auch der Katze eine Plündererklinge in die Hand geben, dann lässt das Monster nochmal ein bisschen mehr Loot fallen. Wie ihr die Plündererklinge freischaltet, könnt ihr oben rechts aufs i-Zeichen klicken, da kommt dann ein Video, wie man diese Plündererklinge freischaltet. Man kann natürlich auch noch einen Gutschein setzen, falls man wirklich überhaupt kein Geld hat und schnell was benötigt, dann bekommt man am Ende der Quest nochmal ein bisschen mehr Geld raus. Was auch noch ganz wichtig ist, tötet das Monster niemals, wir müssen es einfangen, um am Ende in der Quest nochmal ein bisschen mehr Loot rauszuholen, um diesen Loot direkt verkaufen zu können. Und ja, wenn das Monster halt fast tot ist, schaut, dass ihr einfach die Sachen auf dem Boden einsammelt und erst dann das Monster einfängt, weil wenn es direkt einfängt, habt ihr teilweise zu wenig Zeit, den ganzen Loot auf dem Boden aufzuheben und dann habt ihr halt ein bisschen Geld verloren. Wir hätten das jetzt nebenher noch stunnen können und dann halt einfangen, so haben wir hier ein bisschen mehr Zeit verloren, kostet halt ein bisschen Zeit, minimal, also man kann umgerechnet in 5 Minuten 45.000 Senni machen. Das zeige ich euch jetzt noch, nämlich beim Verkauf, wie viel Geld da rauskommt. Ihr werdet hier auch gleich sehen, dass die Quest sogar etwas schneller abgeschlossen war. 3 Minuten 43, nicht mal 5 Minuten. Also das Ganze geht wirklich sehr schnell und man holt hier wirklich viel Geld raus. Schaut, dass ihr die Rüstkugeln für euch nehmt, den Rest verkauft ihr einfach. Ihr seht jetzt 23.000 Gold haben wir hier rausgeholt oder Senni. Dann 4.000 gibt es noch durch die Quest, heißt wir sind hier schon bei 27.000 und jetzt können wir eben dann noch die einzelnen Sachen verkaufen, die wir gelootet haben. Hierzu müssen wir in die Objekttruhe Objekte verkaufen und ganz hinten sind nämlich die Geld-Items und hier gibt es ein paar Schuppen, die ihr jetzt eingesammelt habt. Die einen geben 1.000, die anderen glaube ich 2.000 und die könnt ihr dann jeweils verkaufen. Ist jetzt bei mir 9.000 und 6.000 gewesen und das sind jetzt hier, ich glaube, 43.000 Senni in 3 Minuten 45 ist wirklich sehr viel und so kann ich euch empfehlen, wenn ihr gar kein Geld mehr habt, bekommt ihr so richtig schnell Geld mit wenig Aufwand.
Natürlich könnt ihr auch Untersuchungen nehmen, wo ihr zwei Monster töten müsst, ist ebenfalls gut, weil am Schluss einfach der Geldbetrag nochmal etwas höher ist. Ihr müsst halt dann schauen, wenn ihr das erste Monster getötet habt, dann wird wahrscheinlich der Banditenmantel nahezu weg sein, droppt direkt den Banditenmantel, wartet die 2 Minuten, bis er sich wieder regeneriert hat und dann greift das nächste Monster an mit dem vollen Banditenmantel, weil es wäre nämlich hier Verschwendung, wenn ihr das Monster zur Hälfte getötet habt und dann läuft der Banditenmantel aus. Das war's hier soweit mit dem Video. Es geht auf jeden Fall ultra schnell, so Geld zu machen. Ich habe eine andere Quest gehabt mit dem Fisch und dem Barot. Da waren es, glaube ich, in 8 oder 10 Minuten waren es 99 oder 98.000 Cent. Das geht auf jeden Fall richtig schnell. Ich hoffe, das Video hier hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen freuen. Ansonsten, wer mehr sehen will, abonniert einfach meinen Kanal. Ich wünsche euch hier viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.